Hey ho Freunde, heute geht's um die Mikrosorten, also Microdoftomate zum Beispiel, die Aztec, dann kleine Chili-Sorten, New Mex Easter und Halloween. Sieht man die Büdeln da, wie die so circa ausschauen sollten. Und die habe ich jetzt in Kokosherde, da ist ein bisschen Perlit dabei. Schüllen natürlich, zwei Samen von den Chilis pro einen Topf. Und dann das Ganze auf die Heizmatte. So, normal, es sind auch noch Sorten, die zwei Chilis, die keimen normalerweise in einer Woche sind die da. Dann schaue ich, welche die stärker ist, die behalte ich mir. Und wenn beide gut ausschauen, mag ich sagen, behalte ich mir beide Pflanzen. Das ist für mein Überwinterungsprojekt. Für die Kunstlichtlampe, die Viper Spectra, die was man kaufen werde. Ja, also lasst mal Like und Abo da. Das ist schon beschrieben. Das C und das T stehen immer für Tomaten. Das ist. Ja, und da vergisst man mal, was man angebaut hat. Naja, lasst mal Like und Abo da. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.